Unterlassen Sie bitte diese albernen Zwischentöne, die Sie da gerade äußern. Laute Zwischenrufe, lärmiges Auftreten, Hassmails. Mit dem Einzug der AfD seien Sexismus und Antifeminismus in den Bundestag zurückgekehrt, sagt Claudia Roth. Die Bundestagsvizepräsidentin beklagt im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit einen verächtlichen Umgang mit weiblichen Abgeordneten im Parlament. Wenn eine Abgeordnete redet, egal aus welcher Fraktion, drehen sich viele Männer um, quatschen, hören nicht mehr zu, der Lärmpegel steigt, so Roth. Diese offene Missachtung bekäme auch sie selbst zu spüren. So würden manche AfD-Redner das Präsidium nicht grüßen, wenn sie ans Rednerpult treten. Dabei ist die Begrüßung seit 70 Jahren Brauch im Plenum, sagte die Grünen-Politikerin. Die Maskulinisten und Retromänner formieren sich nun. Sie wollen sich zurückholen, was ihnen gar nicht gehört. Macht, Einfluss, das Sagen, sagte Roth. Auch andere Parlamentarierinnen beklagten das Verhalten vieler männlicher Kollegen im Bundestag. Einige erhielten Hassmails, in denen es oft um sexualisierte Dominanz oder Erniedrigung ginge.